begrüße Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Thema, die Macht deiner Gedanken. Stellen Sie sich einmal vor, Sie seien ein als Mensch verkleideter Gott, der freiwillig in die Begrenzung einer menschlichen Existenz gegangen ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen, die in der Vollkommenheit nicht möglich sind. Zum Beispiel Mangel oder Leid oder Sehnsucht. Und Sie haben dazu Ihre natürliche Vollkommenheit absichtlich vergessen, um sie Schritt für Schritt in einer persönlichen Evolution zu erinnern und bewusst zu erleben. Ziel dieser persönlichen Evolution ist es, von der unbewussten Vollkommenheit über das Erleben von scheinbarer Unvollkommenheit zu bewusster Vollkommenheit zu kommen. Vor Beginn dieser Erfahrung haben Sie dafür gesorgt, dass Sie alles das erleben und in der Illusion der Realität manifestieren, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Das heißt konkret, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, dorthin fließt Ihre Schöpfungskraft und verwirklicht das, was Sie beabsichtigen. Irgendwann auf diesem Weg der persönlichen Evolution haben Sie vergessen, dass das Richten Ihrer Aufmerksamkeit der Schlüssel ist zur Gestaltung der Realität und Bestimmung Ihrer Erfahrung. Und so haben Sie sich hierher geführt heute, ganz gleich welchen Grund Ihnen Ihr Verstand gegeben haben mag, um sich wieder an diesen Schlüssel zur Bestimmung Ihrer Zukunft zu erinnern. Aber auch zur Erinnerung daran, wie man jeden gewünschten Erfolg in Erscheinung treten lässt. Ja, wie man in jedem einzelnen Fall erfolgreich ist und auch einen scheinbaren Misserfolg doch noch in einen Erfolg umwandelt. Wie man die Illusion der verschiedenen Identifikationen erkennt und auflöst, um wieder in seiner wahren Identität zu leben. Wie man jede Krankheit auflöst und bis ins hohe Alter gesund und vital bleibt. Mit einem Wort, wie man sich wieder an die grenzenlosen Möglichkeiten seines wahren Seins erinnert und optimalen Gebrauch macht von dem faszinierenden Instrument Ihres Geistes, um miteinander einzutreten in das Abenteuer des wahren Lebens, so wie dieses Leben eigentlich gemeint ist. Das heißt, zu leben als Gewinner, nicht als Sieger. Sieger produzieren Verlierer und Sieger siegen so lange, bis sie letztlich auch zum Verlierer werden. Leben als Gewinner heißt miteinander gewinnen. Eine Lösung, bei der nicht alle Beteiligten gewinnen, ist keine Lösung. Leben als Gewinner heißt, Ihre Aufmerksamkeit auf Lösungen und erwünschte Situationen zu richten und gerichtet zu halten. Denn noch einmal, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten und gerichtet halten, dorthin fließt Ihre Schöpfungskraft und das verwirklicht das Leben. Machen Sie sich einmal bewusst, was das für Sie heißt. Die meisten Menschen richten ihre Aufmerksamkeit ständig auf die Schwierigkeiten und Probleme des Lebens, obwohl die nur etwa 3% dessen ausmachen, was geschieht. Dadurch aber bleibt auch die Aufmerksamkeit des Unterbewusstseins permanent auf Problemen und Schwierigkeiten und verursacht damit ständig neue Probleme. Und so wird unser Leben immer schwieriger.
selbst wenn wir mit dem Verstand zwischendurch immer wieder einmal andere Ursachen setzen, können die sich nicht verwirklichen, weil das Unterbewusstsein ständig dagegen schöpft und unsere Schöpfungskraft 24 Stunden täglich auf Schwierigkeiten gerichtet hält. Nun steht es Ihnen frei, Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das zu richten, was Ihnen im Leben wichtig ist. Also könnten Sie gleich hier von diesem Schlüssel Gebrauch machen und einmal Ihre Aufmerksamkeit ganz bewusst richten. Das besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt ist immer Loslassen des Falschen. Also ich höre auf, meine Aufmerksamkeit auf Schwierigkeiten zu richten, auf Probleme, auf ärgerliche Situationen. Dadurch werden die nicht besser. Ich lasse also diese Fehlhaltung los, gewissermaßen meine Aufmerksamkeit immer auf die 2-3% meines Lebens zu richten, dass die gerade nicht in Ordnung sind. Ziehe sie also ab und richte sie jetzt einmal, gleich vollziehen, bewusst auf etwas Erfreuliches, etwas auf eine Lösung, auf eine erwünschte Situation, auf erwünschte Umstände. Und damit verändern Sie Ihr ganzes Leben, von einem Moment zum anderen. Sie ziehen mit Ihrer Aufmerksamkeit nämlich auch Ihre Schöpfungskraft ab von den Schwierigkeiten und Problemen und richten sie auf erwünschte Situationen, auf das, was Ihr Leben beinhalten soll. Und im gleichen Augenblick beginnt die Schöpfungskraft dorthin zu wirken. Das können Sie in jedem Augenblick tun. Sie können in jedem Augenblick von diesem Schlüssel Gebrauch machen. Das heißt, Ihre derzeitige Lage mag noch so schwierig sein, vielleicht sogar aussichtslos. Das ist ohne jede Bedeutung, weil Sie es ja in jedem Augenblick ändern können. Realität ist bereit, jede gewünschte Form anzunehmen. Voraussetzung ist, dass ich sie nicht permanent wieder verursache. Und Sie brauchen auch keinen, der Ihnen dabei hilft. Sie können das in diesem Augenblick tun. Sie brauchen keinen Erlöser. Sie haben alles, was Sie dazu brauchen, bei sich. Sie können in diesem Augenblick von diesem Schlüssel Gebrauch machen. Also noch einmal, ziehen Sie ganz bewusst Ihre Aufmerksamkeit ab von den Schwierigkeiten, den Problemen, den unerwünschten Dingen Ihres Lebens und richten Sie sie auf die vielen Dinge, die in Ihrem Leben in Ordnung sind oder auf das, was noch in Erscheinung treten soll, auf einen erwünschten Endzustand. Und im gleichen Augenblick beginnt Ihre Schöpfungskraft, diesen erwünschten Endzustand zu verwirklichen. Sie können das einmal spüren, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper richten. Seien Sie einmal mit Ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei Ihrem Körper, in Ihrem Körper, und dann fühlen Sie sofort Kraft und Vitalität, Sicherheit und Ruhe, eben alles, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Seien Sie einmal mit Ihrer ganzen Lebenskraft in Ihrem Körper und spüren Sie, wie unglaublich gut sich das anfühlt. Erfüllen Sie praktisch sich, Ihren Körper, jede Zelle Ihres Körpers mit Freude, mit Gesundheit, mit Vitalität. Und im gleichen Augenblick, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet halten, beginnt es sich zu verwirklichen. Das fühlt sich doch unglaublich gut an. Bleiben Sie doch dabei. Erfüllen Sie zum Beispiel Ihren Körper mit vollkommener Gesundheit. Denn Ihr Körper kann von sich aus nicht krank werden. Sein natürlicher Zustand ist es, vollkommen gesund zu sein. Und er hat viele Mechanismen, die ihm dabei helfen. Er kann viele Disharmonien und Schwierigkeiten verkraften. Um krank zu werden, müssen Sie hart arbeiten. Da müssen Sie viel tun und Sie müssen das über längere Zeit durchhalten.
Vieles kann der Körper noch ausgleichen, irgendwann schafft er es nicht mehr und dann werden Sie krank. Um gesund zu werden, brauchen Sie überhaupt nichts tun. Sie müssen nur das Falsche loslassen. Das heißt also zum Beispiel, sich falsch ernähren, nicht schöpfungsgerecht, unnatürlich, zu wenig bewegen, rauchen. Ist jemand unter uns, der raucht? Okay. Ja. Sie wissen, jede Zigarette bringt Sie Gott näher, so eine Viertelstunde. Ja. Das heißt, wir tun sehr viel, um krank zu werden. Wir brauchen überhaupt nichts tun, um gesund zu bleiben. Machen Sie sich bewusst, wenn Sie geboren werden, kommen Sie mit einem Gesundheitskonto von etwa 125 bis 130 Jahren hier an und ab dann fangen Sie an, durch Fehlverhalten abzubuchen von diesem Konto. So ein kleiner Ärger bucht so vielleicht ein paar Stunden ab, ein größerer auch mal eine Woche. Ja? Ist jemand unter uns, der sich schon mal geärgert hat? Ah, dann haben Sie schon von Ihrem Konto einiges abgebucht. Ja, also mit 130, das wird schon mal nichts mehr. So. Und natürlich jede Zigarette bucht ein bisschen ab und jede falsche Ernährung und jeder zu flaches Atmen und jede mangelnde Bewegung und jeder negative Gedanke bucht von Ihrem Konto etwas ab. Vielleicht können Sie gerade einmal sich bewusst machen, wir denken etwa 50.000 Gedanken am Tag. Wie viel Prozent Ihrer Gedanken sind positiv und wie viel sind negativ? Jeder einzelne Gedanke, ich wiederhole es, jeder einzelne Gedanke, den Sie je gedacht haben, mag er noch so unbedeutend und kurz sein, kehrt zu Ihnen zurück. Und natürlich kann ein negativer Gedanke nur als negatives Ereignis, als negativer Umstand zurückkommen, als Kontoabbuchung zum Beispiel. Genauso zuverlässig wie ein positiver Gedanke eben als positiver Umstand zu Ihnen zurückkommt. Sie geben also mit Ihren Gedanken 50.000 Anweisungen pro Tag, wie Ihr Leben verlaufen soll. Und Ihr Leben ist die Summe dieser Anweisungen. Das können Sie in diesem Augenblick ändern, wenn Sie sich bewusst machen, wer Sie sind. Und das machen wir miteinander. Indem Sie also die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit ändern, ändert sich Ihr ganzes Leben. Mit einem Wort, Glück ist machbar. Wir können unser Glück abonnieren. Und das Schöne ist, alles das geschieht vollkommen mühelos. Wenn Sie sich dabei anstrengen, zeigt das nur, dass es anders leichter ginge. Das heißt, das Leben meistert man spielend. Oder überhaupt nicht. Wenn Sie einmal Ihre Aufmerksamkeit auf sich richten, auf den, der Sie wirklich sind, erkennen Sie, dass Sie sehr viel mehr sind als der kleine Mensch, als der Sie in Erscheinung treten. Die größte Entdeckung, die Sie in diesem Leben machen können, ist zu erkennen, wer Sie wirklich sind. Indem Sie von Ihren natürlichen Fähigkeiten Gebrauch machen, erkennen Sie Ihre wahre Größe und werden Schritt für Schritt wieder der, der Sie wirklich sind, so wie Sie von der Schöpfung gemeint sind. Hören Sie auf, sich mit Ihrem Ego, Ihrem Körper und Ihrem Verstand zu identifizieren und erwachen Sie zu Ihrer wahren Größe. Sie brauchen sich nicht zu ändern. Nur hervortreten als der, der Sie wirklich sind und sein. Und verstecken Sie sich nicht länger hinter der Scheintugend der Bescheidenheit, die in Wahrheit die Verleumdung Ihres wahren Wesens ist. Die Verleugnung Ihres wahren Wesens. In der Bibel heißt es, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Erkennen Sie, dass Sie in Wirklichkeit ein ungetrennter Teil des einen Bewusstseins sind, das wir Gott nennen. Und damit ist die Sünde der Illusion der Trennung beendet und der verlorene Sohn ist wieder nach Hause zurückgekehrt, wie es in der Bibel heißt. Es ist
die Rückkehr in die vergessene Allmacht. In der Bibel heißt es auch, ihr werdet Gleiches tun wie ich und Größeres. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie nicht glauben, Ihr Glaube steht dem entgegen. Im Gegenteil, wenn Sie Ihren Glauben wirklich kennen und befolgen, dann wird genau das von Ihnen verlangt. Jesus hat gesagt, ihr werdet Gleiches tun wie ich und Größeres. Und Sie können heute damit beginnen. Wenn wir Ich sagen, meinen wir meistens unser Ego, das kleine Ich, die Illusion von uns selbst. Aber wir sollten uns einmal bewusst machen, was Ich wirklich meint. Ich sollte nur zu dem Ich sagen, was ich wirklich bin. Ich bin reine Existenz. Ich bin vollkommenes Sein. Ich bin. Ich kann daher nie mehr sagen, ich bin krank. Denn ich bin kann nicht krank werden oder sein. Und so wird dieses kleine Wort Ich, wenn Sie es richtig verstehen, zum höchsten Gebet. Es erinnert mich jedes Mal daran, dass ich ein ungetrennter Teil der höchsten Kraft des Universums bin, der einen Kraft. Das meint ich. Und wann immer Sie in Zukunft ich sagen, sollten Sie genau das meinen. Also prüfen Sie noch einmal, in welcher Identifikation lebe ich? In diesem Augenblick. Wer sitzt auf Ihrem Stuhl? Wie bezeichnen Sie den? Muss doch festzustellen sein, wer auf Ihrem Stuhl sitzt. Ja, machen Sie sich das einmal bewusst. Und prüfen Sie, ob Sie da wirklich den meinen, der tatsächlich auf Ihrem Stuhl sitzt, nämlich sich selbst. Und dann ändern Sie das. Denken, fühlen, reden und leben Sie im Alltag als ich bin. Und wann immer Sie ich sagen, erinnert Sie das an Ihr wahres Ich. Und so bekommen auch die drei wichtigsten Worte des kleinen Ich eine ganz neue Bedeutung, nämlich ich, mich und mein. Das sind die drei häufigsten Worte. Wenn ich also ich sage, meine ich von nun an wirklich das eine Sein, das ich bin. Und wenn ich mich sage, enthält das ja auch dieses Ich, also das eine. Und wenn ich mein sage, dann ist auch in diesem Wort das eine enthalten, das ich bin. Und so wird ich, mich, mein zu einer ständigen Erinnerung an den, der ich wirklich bin, an mich selbst. Und mein meint in Wirklichkeit, dass alles dem einen gehört, der ich bin. Wann immer ich von nun an ich sage, meine ich das eine Sein, meine ich Gott. Und es ist Gotteslästerung, wenn ich noch einmal sage, ich bin krank. Wie kann Gott krank werden oder unglücklich? Und das könnten wir auch gleich vollziehen, dass Sie diese Identifikation loslassen. Sie sagen ja, das ist mein Körper. Wenn das Ihr Körper ist, dann können Sie das nicht sein. Sie sind der, der zu diesem Körper sagt, das ist mein Körper. Sie sind der Besitzer. Sie können also sagen, mein Körper ist krank oder mein Körper hat Schmerzen. Wenn Ihr Kotflügel rostet an Ihrem Auto, sagen Sie auch nicht, ich roste. Das ist Ihr Auto. Und das ist Ihr Fahrzeug, mit dem Sie durch das Leben gehen, mit dem Sie im Leben in Erscheinung treten. Sie können also von nun an nur sagen, mein Körper hat gerade Husten oder hat sich das Bein gebrochen oder hat Schmerzen im linken Knie. Ich aber bin gesund. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt,
dass sie in dieser wahren Identität sind. Ich bin gesund. Ich war noch nie krank. Ich kann nicht krank werden. Ich bin. Mein Körper kann eine Disharmonie widerspiegeln. Ich kann in der Illusion der Trennung leben. Dann spiegelt mein Körper das wider. Vielleicht als Schmerz. Aber ich bin nicht krank. Und jetzt geschieht das Wunder. Wenn ich bin, diesen Körper bewohnt, dann muss der Körper die Vollkommenheit des Ich Bin widerspiegeln. Das heißt, im gleichen Augenblick heilt dieser Körper. Die Vollkommenheit des Ich Bin-Bewusstseins heilt diesen Körper. Indem wir also erkennen, was Ich wirklich bedeutet, erhebt uns das in ein höheres Bewusstsein. Dann geschieht ein Quantensprung im Bewusstsein. Ich lasse nach und nach alle Identifikationen los und erwache zu meiner wahren Identität. Ich bin. Ich bin ein ungetrennter Teil des einen Seins, der höchsten Kraft des Universums. Loslassen ist überhaupt ein wunderbarer Weg zur Vollkommenheit des eigenen Seins. Aus einer kleinen Eichel wird eine riesige Eiche, indem sie etwas loslässt, wie es uns die Weisheit der Sprache schon zeigt. Die Eichel wird zur Eiche, indem sie das Vorläufige, das L, loslässt und dadurch, dass sie weniger wird, wird sie mehr. Das Falsche wird losgelassen, damit das Richtige hervorscheinen kann. Die Vorstellung der eigenen Kleinheit wird losgelassen. Die Eichel verschwindet, damit die Eiche werden kann. Und es ist die Bestimmung der Eichel, zur Eiche zu werden. Und so wie nicht jede Eichel zur Eiche wird, so wird auch nicht jeder Mensch zu dem Gott, der er eigentlich ist, weil er sich nicht erkennt, weil er sich nicht begegnet. Aber wir geben uns immer wieder eine Chance. Und das ist der wahre Grund, weshalb sie sich hierher geführt haben, um sich wieder einmal daran zu erinnern, um sich eine Chance zu geben. Das bedeutet das Ende des Ich-Gedanken, nicht bloß das Ende des Denkens. Wenn Sie nur den Verstand ruhig halten, wird er sofort wieder aktiv, sobald Sie mit der Ruhigstellung aufhören. Der natürliche Zustand besteht einfach darin, zu erkennen, wer Sie wirklich sind und in diesem Bewusstsein zu bleiben. Das wird auch wunderbar deutlich in der Weisheit der Märchen, zum Beispiel bei Aladdins Wunderlampe. In diesem orientalischen Märchen wird uns das Wunder der eigenen Größe offenbart. Denn die alte Lampe ist das Symbol für das innere Licht des Menschen. Sobald Aladdin, der kleine Mensch, sie reibt, also das innere Licht leuchten lässt, sich an sein inneres Licht erinnert, kehrt er zurück in die vergessene Allmacht. Der Geist erwacht, er kommt zu Bewusstsein, er erinnert sich wieder, wer er wirklich ist. Auch der Name Aladdin ist Botschaft. Al oder El heißt Gott und Adin heißt Geschöpf. Das heißt, wir alle sind Geschöpfe Gottes, geschaffen nach seinem Ebenbild, ungetrennte Teile des einen. Wir sind nicht so ähnlich oder ziemlich so, sondern geschaffen nach dem Ebenbild. Wir sind ein ungetrennter Teil des einen. Und der geistige Riese ist zur Stelle, sobald Aladdin die Lampe reibt. Sobald er also zu Bewusstsein kommt und sein inneres Licht leuchten lässt, tritt dieser allmächtige Geist in Erscheinung. Und diese Allmacht ist unser geistiges Erbe. Und sobald wir wieder zu Bewusstsein kommen, sind wir wieder in der Vollmacht.
Wir brauchen nicht wünschen, hoffen, bitten. Wir können Zukunft nach Belieben in Erscheinung treten lassen. Im Märchen erfährt das scheinbar schwache Menschlein, welche Macht es in sich trägt, von der es bisher nichts ahnte. Aber im Märchen muss auch dem Riesen gesagt werden, was er tun soll. Das heißt, die Macht greift von sich aus nicht ein. Wir müssen bewusst wählen und in der Gewissheit der Erfüllung sein. Wie es in der Bibel heißt, einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Ohne diese bewusste Wahl bleibt die Macht ein schlafender Riese. Und das wäre wieder ein Schritt, den Sie vollziehen könnten. Fangen Sie an, bewusst zu wählen. Die meisten Menschen haben nur deswegen keine Wahl, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl haben. Und weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl haben, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, geschieht es nicht. Sie haben keine Ausrede mehr. Sie wissen, dass sie die Wahl haben. Also wählen Sie. Denn wenn Sie nicht wählen, ist das auch eine Wahl. Und Sie tragen die Folgen. Ab jetzt können Sie also bewusst schöpfen, wie Aladdin. Sie können sich erinnern an dieses innere Licht. Sie können die Lampe reiben. Der Geist tritt hervor. Sie kommen zu Bewusstsein. Sie sind wieder in der Vollmacht. Und Sie können dem Leben Anweisungen geben, was geschehen soll. Jesus hat auch gesagt, ihr sollt euer Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das ist genau das Gegenteil von Bescheidenheit. Bescheidenheit ist eine Scheintugend, die uns von der eigenen Größe abhält. Das sollten wir überwinden. Wir alle sind Al-Adin. Aber wir werden uns dessen erst bewusst, wenn wir die Allmacht in uns erkennen. Mehr noch, wenn wir uns als die Allmacht erkennen. Ich bin der eine, der alles ist. Und wenn ich sage, in diesem Seminar, meine ich immer das eine, das wir sind. Nicht dieses kleine Ich, das da in Erscheinung tritt. Es ist für mich immer wieder überraschend, mit wie vielen interessanten Dingen sich die Menschen beschäftigen und wie wenig mit dem Interessantesten, mit sich selbst. Wie wenig wir wissen von den unbegrenzten Möglichkeiten des Geistes. Wie man mit seinem Denkinstrument optimal umgeht und seine faszinierenden Möglichkeiten nutzt. In jedem von uns schlummern Kräfte und Fähigkeiten, von denen die meisten nicht einmal zu träumen wagen. Das Ausmaß der latenten Talente ist weitaus größer, als man bisher ahnte. Und der menschliche Geist ist erst zu einem ganz geringen Teil entfaltet. Aber mit dem Geist ist es wie mit einem Fallschirm. Er nutzt nur etwas, wenn er sich entfaltet. Ungeahnte Möglichkeiten haben wir noch gar nicht genutzt, weil wir sie noch gar nicht entdeckt haben. Wir alle leben ein Leben, das weit unter dem Niveau des tatsächlich Möglichen liegt. Und doch, obwohl wir bisher nur einen geringen Teil unseres geistigen Potenzials nutzen, haben wir Großartiges geleistet. Und das lässt uns ahnen, was auf uns wartet, wenn wir unser ganzes latentes geistiges Potenzial aktivieren. Wie in der Wüste das Erdöl, so steckt in jedem von uns ein Schatz an unbekannten Kräften und Fähigkeiten, der nur darauf wartet, endlich entdeckt und gefördert zu werden. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie alle über ein fantastisches Vermögen verfügen, das zum größten Teil nicht genutzt wird. Und Vermögen bedeutet nicht Besitz oder Geld oder Macht, sondern wie die Weisheit der Sprache schon sagt, es bedeutet, dass einer etwas vermag. Und wer viel vermag, der ist sehr vermögend. Wer viel hat, der ist nur besitzend. Wenn er das verliert, hat er gar nichts mehr. Aber der, der viel vermag, wenn der alles verliert, der vermag es sich sofort wieder zu schaffen.
wie wir in der Lateinstunde gelernt haben, omnia me a me comporto, alles meinige trage ich immer bei mir. Das heißt, ich kann mit dem Geist jederzeit alles wieder erschaffen. Dann bin ich wirklich vermögend. Und um diese Fähigkeiten zu aktivieren, braucht es keine geheimen Einweihungen, keine entbehrungsreichen Jahre zu Füßen eines Meisters im Himalaya. Sie können gleich hier damit beginnen. Wenn wir geboren werden, erleben wir uns zunächst als Opfer. Wir sind angewiesen auf die Mutter, die Umgebung. Wir nehmen das Leben so, wie es kommt und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und irgendwann, schon ganz früh, beginnen wir mit falschen Glaubenssätzen. Zum Beispiel, man kann nun mal im Leben nicht alles haben. Wenn Sie das glauben, werden Sie genau das erleben. Und das verstärkt Ihren Glaubenssatz. Und damit verursachen Sie das immer intensiver. Und die meisten Menschen sterben mit diesen Überzeugungen. Sie sind sich dessen gar nicht bewusst, das ist so selbstverständlich, kann man ja nun mal, ist ja klar, ist ja logisch. Richtig, das ist logisch, brillant, überzeugend und falsch. Sie können es jederzeit ändern. Und so haben wir viele Glaubenssätze in uns, die unser Leben bestimmen, die wir aber gar nicht mehr wissen. Ich nenne sie transparent. Die sind so durchsichtig, wir sehen die gar nicht, ja? Oder der Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter. Geld verdirbt nur den Charakter, die vorher auch schon keinen hatten. Ja. Oder Geld macht nicht glücklich. Natürlich macht Geld nicht glücklich. Aber wenn ich schon unglücklich bin, dann doch lieber im Rolls-Royce als in der U-Bahn. Machen wir uns bewusst, wir sind in einer beneidenswerten Lage. Wir sind Schöpfer. Wir sind Schöpfer. Wir können die Umstände unseres Lebens frei bestimmen. Also ganz gleich, wie Ihr Leben bisher verlaufen ist. Bisher ist vorbei. Bisher endet genau in diesem Augenblick jetzt. Im Jetzt verschwindet bisher. Und ob das bisher ganz toll war oder bedauernswert, ist ohne jede Bedeutung. Immer wieder einmal kommt jemand zu mir in die Praxis und sagt, Mann, ich hatte so eine schwere Kindheit. Ich sage, na Gott sei Dank, seien Sie froh, dass sie vorbei ist. Ja, die kommt sowieso nie wieder. Warum schleppen Sie die noch mit sich rum? Einfach vergessen. Die kann sie nicht mehr erreichen. Die ist nämlich vorbei. Alles bisher ist ohne Bedeutung. Ihre Macht liegt nämlich nicht im Bisher. Das Bisher ist so, wie es war. Und keine Macht der Welt kann es ändern. Ihre Macht liegt im Jetzt. Jetzt können Sie alles neu bestimmen. Und Mangel und Knappheit ist nur eine Vorstellung im Verstand. Realität ist bereit, alles hervorzubringen, was immer ein Schöpfer verursacht. Wir müssen nur die Begrenzungen in unserem Bewusstsein erkennen und beseitigen und alles ist möglich. Also schreiben Sie sich irgendwann einmal diese nicht greifbaren Überzeugungen auf, diese transparenten Überzeugungen und lösen Sie sie auf oder wandeln Sie sie gleich um in hilfreiche Überzeugungen. Also zum Beispiel, man kann nun mal im Leben nicht alles haben, umwandeln in alles ist möglich. Ich bin ein Schöpfer. Und da stoßen wir an eine Barriere, die mich immer wieder verblüfft. Auch hochintelligente Menschen, die vielleicht Konzerne leiten, wissen nicht, was sie wollen, sind in ihrem eigenen Leben oft blutige Amateure, Analphabeten. Und ich weiß auch hier, dass 80-90% von ihnen nicht wissen, was sie wollen. Die meisten Menschen wissen nämlich nur, was sie nicht wollen. Aber man kann nicht bestellen, was man nicht will. Rufen Sie doch mal bei Neckermann an und sagen Sie, ich hätte gern kein blaues Kleid. Oder gehen Sie zum Bahnhof und sagen, ich will nicht nach Berlin.
ja, dann passiert nichts. Und genauso ist es im Leben. Wenn Sie also sagen, na, das möchte ich nicht, möchte nicht mehr so viel Ärger haben und möchte nicht die Probleme im Alltag und dann möchte ich nicht, dass die Kinder so schlechte Noten bringen, dann möchte ich nicht, dass sie so einen schlechten Umgang pflegen, das verursacht genau das Gegenteil. Denn das, was ich befürchte, zieht das an, was ich befürchte. Das Wort nicht gibt es nämlich im Unterbewusstsein nicht. Die Sprache des Lebens ist positiv. Ich habe es also immer wieder erlebt, dass in der Praxis, wenn ich jemanden fragte, was kann ich für Sie tun, er sagt, ja, ich hätte gerne keine Kopfschmerzen mehr. Da sage ich, ja gut, und was hätten Sie gerne? Ja, sagt er, wie ich schon sagte, ich hätte gerne keine Kopfschmerzen mehr. Ich sage, Sie sagen mir immer, was Sie nicht wollen. Sagen Sie mir doch mal, was Sie wollen. Ja, wie soll man das denn sagen? Ja, ich sage ganz einfach zum Beispiel, ich möchte gern, dass mein Kopf in jeder Situation frei und klar ist, dass ein wunderbares Wohlgefühl meinen Körper durchströmt, ja, dass ich mich in mir so richtig wohlfühle und das Leben genieße. Sagt er, ja genau das will ich doch. Ich sage, dann sagen Sie es doch auch. Das heißt, wir müssen erst einmal diesen Schritt tun vom negativen Denken, das das Gegenteil bewirkt, zum Positiven, dass ich mir einmal bewusst mache, wie hätte ich es denn gern. Also können wir gleich machen jetzt. Stellen Sie sich einmal vor, Sie können wählen. Was wählen Sie denn? Was wollen Sie denn vom Leben? Und richten Sie einmal Ihr Bewusstsein darauf und fangen Sie an, genau das in Ihr Leben zu ziehen. Und prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich bereit sind jetzt für dieses Seminar. Das heißt, ob Sie wirklich ganz da sind und offen für eine andere Sicht der Dinge. Die meisten Menschen haben nämlich in sich ganz bestimmte Vorstellungen und sagen, ja, also da bin ich jetzt nicht Ihrer Meinung. Hier geht es nicht um Meinungen. Hier geht es nur darum, ist es so oder nicht? Und das können wir miteinander anschauen und erkennen. Immer wieder fragen mich Leute, was ist denn Ihre Meinung dazu? Sag ich, keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für meine Meinung. Ich interessiere mich nur für Wahrheit und Wirklichkeit. Und die können wir miteinander anschauen. Der größte Teil dieses Seminars übrigens wird nonverbal vermittelt. Und wenn Sie offen sind, lassen Sie es einfach nur geschehen. Und Sie werden danach eine Überraschung erleben. Sie werden Dinge wissen, über die wir hier überhaupt nicht gesprochen haben. Denn Bewusstsein hat die Fähigkeit, sich unmittelbar mitzuteilen. Aber eben nur, wenn Sie bereit sind. Und dazu gehört, jedes Wort seinsverändernd zu hören. Das heißt, die Bereitschaft, sich ergreifen und verwandeln zu lassen. Der optimale Umgang mit Information. Wenn wir eine Information hören, dann stürzt sich sofort der Verstand drauf, fühlt sich zuständig und prüft, glaube ich nicht, kenne ich noch nicht, tut es dann ins Regal des Gedächtnisses und damit wird es zum toten Ballast. Haben wir Wissen. Nützt gar nichts mehr, steht da nur rum. Ja. Wie viele Menschen zu Hause einen Meter Goethe haben oder ja, haben sie noch nie gelesen, aber sieht immer gut aus. So haben wir im Regal unseres Gedächtnisses ganz viel Wissen. Ja. Und das wird zur Falle. Denn wenn Sie das nicht vollziehen, und Sie hören es wieder einmal, denn das Leben wiederholt das ja, weil Sie es ja noch nicht getan haben, sagt der Verstand, kenn ich. Und tut es immer noch nicht. Ja? Und Sie tun es nie wieder, weil kenne ich ja schon, ist nichts Neues. Prüfen Sie einmal, wenn Sie wieder einmal nichts Neues hören, warum das Leben nichts Neues wiederholt. Möglicherweise, weil Sie es noch nicht getan haben. Und das Leben wiederholt das so lange, bis Sie es endlich vollziehen. In Wirklichkeit ist jede Information, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, etwas, das in die Form gegangen ist. Das heißt, es ist eine energetische Wirkungseinheit, die Sie verändert, wenn Sie es zulassen. Sie brauchen gar nichts tun mit einer Information. Die tut etwas mit Ihnen, wenn Sie bereit sind, wenn Sie offen sind. Und Sie nehmen ja nur das an, was Ihnen entspricht. Also brauchen Sie es gar nicht bewerten.
Sie brauchen die Dinge nicht beurteilen. Es genügt einfach, dass Sie jede Information geschehen lassen. Sie bei einer Information sagen, jetzt bin ich mal gespannt, was die mit mir macht. Und da können Sie sich beobachten. Was geschieht denn mit mir? Wie fühle ich mich dabei? Was verändert sich denn? Wir können vom Leben alles haben. Wir müssen nur aufhören, unseren Erfolg erfolgreich zu verhindern. Die erste Entscheidung ist, dass ich weiß, was ich will. Denn auch wünschen will gelernt sein. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Es begab sich, dass ein armer und einfacher Mann, der während einer Wanderung müde wurde, an einem Baum einschlief, ohne zu wissen, dass es sich um einen Wünschebaum handelte. Ein Wünschebaum ist ein Baum, der demjenigen alle Wünsche erfüllt, der sich länger als eine Stunde im Umkreis von einem Meter unter dem Baum aufhält. Als der arme Mann aufwachte, sich räkelte, streckte und langsam wieder ins Hier und Jetzt zurückkehrte, dachte er daran, wie schön es sein würde, wenn er nicht mehr alleine wäre, sondern eine schöne junge Frau hätte. Und kaum hatte er diesen Wunsch gedacht, stand eine wunderschöne junge Frau vor ihm, die ihn verliebt anblickte. Der arme Mann konnte sein Glück kaum fassen. Er dachte im gleichen Augenblick daran, wie schön es wäre, wenn sie ein gemeinsames Haus hätten. Er hatte es kaum gedacht, da saß er mit seiner schönen jungen Frau in einem Traumpalast, der direkt neben dem Wünschebaum entstanden war. Ach, wie schön wäre es, wenn ich jetzt noch viel Geld hätte. Und wieder geschah das Unvorstellbare. Kaum gedacht, schwamm er plötzlich regelrecht im Geld. Nun hatte er alles, von dem er jemals geträumt hatte. Doch nun beschlichen ihn negative Gedanken, solche, die ihn bereits sein ganzes Leben lang geplagt hatten. Wieso habe ich so viel Glück? Warum passiert das ausgerechnet mir? Sicher muss ich für all dieses Glück teuer bezahlen irgendwann. Und kaum war er mit diesen Gedanken zu Ende, tat sich mit einem Mal die Erde auf und das herrliche Haus mit dem ganzen Geld verschwand. Die negativen Gedanken des Mannes verstärkten sich. Jetzt, da ich arm bin, wird es sicherlich nicht lange dauern und meine schöne junge Frau wird mich verlassen. Und wenige Augenblicke später verließ ihn die schöne junge Frau und verschwand aus seinem Leben. Nun habe ich nur noch meine Gesundheit. Hoffentlich verliere ich die nicht auch noch. Und kaum gedacht, überkam ihn eine schwere Krankheit. Nun saß er wieder neben dem Baum, ohne Haus, ohne Frau und krank. Bei all dem Unglück, das ich so magisch anziehe, muss ich bestimmt bald sterben. Und das waren seine letzten Gedanken. Nur ein Märchen, aber es spiegelt genau die Wirklichkeit. Das, was wir tagtäglich mit unserem Leben anstellen. Wir erschaffen vielleicht etwas Positives, Erwünschtes, Wunderbares und zerdenken es dann mit unseren Zweifeln, mit unserer Negativität, mit unseren Befürchtungen, mit unseren Ängsten. Und um das in Zukunft nicht mehr zu tun, machen wir jetzt vielleicht einmal einen Schritt, indem wir unsere geistigen Sinne aktivieren durch das Loslassen äußerer Aktivität. Und dazu gehört auch und vor allem die absolute Bewegungslosigkeit des Körpers gleich. Das heißt, also weder etwas schreiben, wenn die Nase juckt, nicht kratzen, jucken lassen. Ja, einfach einmal bewegungslos sein, aber wir machen das praktisch. Und nun gestatte ich meinem Körper einmal vollkommen bewegungslos zu sein. Ich bin so bewegungslos wie mein eigenes Denkmal. Wenn ich bereit bin, schließe ich meine Augen, schalte damit die äußeren Sinne aus und die
inneren Sinne an. Ich konzentriere die Vielfalt meiner Gedanken auf einen Punkt. Ich beobachte meinen Atem. Nichts verändern, nur beobachten. Und nun lasse ich auch meinen Atem los und nehme einfach nur wahr, was ist. Erlebe bewusst Gedankenstille und Zeitlosigkeit. Mache mir nun einmal bewusst, wer ich wirklich bin. Erlebe bewusst, ich bin. Ich bin reine Existenz, vollkommenes Sein. Die Vollkommenheit meines wahren Seins durchdringt und erfüllt jede Zelle meines Körpers. Das Heilsein des Ich Bin löst alles Unheil auf. Und ich spüre, wie ich immer heiler werde. Spüre, wie Heilung in meinem Körper geschieht. Die Vollkommenheit meines wahren Seins heilt meinen Körper. Und wenn ich bereit bin, bleibe ich von nun an im Ich-Bin-Bewusstsein und lasse Heilung ständig geschehen. Bin alterlos, zeitlos. Wandle ständig das, was ist, in das, was sein soll. Und erlebe, wie die Vollkommenheit des Ich Bin vollkommene Umstände in mein Leben ziert und manifestiert, was immer stimmt. Mein Ich-Bin-Bewusstsein manifestiert ein vollkommenes Leben, während Heilung ständig geschieht. In diesem Bewusstsein gehe ich von nun an durch mein Leben. In diesem Bewusstsein erfülle ich meine Aufgabe, bin ganz bewusst im Hier und Jetzt, als der, der ich wirklich bin. Wann immer ich bereit bin, öffne ich meine Augen, bin ganz bewusst im Hier und Jetzt. Als ich bin. In diesem Bewusstsein kehren wir zurück zur Macht unserer Gedanken. Denn der Gedanke
ist wohl der wichtigste, aber auch am wenigsten verstandene Faktor, denn alles, was existiert, war zuerst ein Gedanke. Voraussetzung ist also, dass Sie Ihr Denkinstrument ganz in Besitz nehmen und die Macht Ihrer Gedanken bewusst und gezielt einsetzen, um Ihr Leben nach Ihren Wünschen zu gestalten. Dazu gehört die natürliche Fähigkeit eines jeden Menschen, durch Imagination geistige Ursachen zu setzen und so die Realität zu verändern. Alle Dinge geschehen zuerst im Bewusstsein, ehe sie in der Realität in Erscheinung treten können. Und die schöpferische Imagination ist die Transformation einer Vorstellung in die Realität. Die Imagination verbindet uns mit dem erwünschten Endzustand und lässt aus der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart werden. Durch Imagination wird aus einer Möglichkeit eine Tatsache. Und dazu sollten wir das Werkzeug der Imagination meisterhaft anwenden. Also nicht wie ein Zuschauer vom Ereignis aus, sondern vom Ziel aus. Solange ich auf ein Ziel zugehe, hinschaue, trenne ich mich von ihm. Bittet um was ihr wollt, glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden, heißt es in Markus 11, 24 in der Bibel. Das heißt, machen Sie sich erst auf dem Weg, wenn Sie am Ziel sind. Nehmen Sie die Dinge erst geistig in Besitz und fangen Sie sie dann an. Also imaginieren Sie vom Ergebnis aus. Das Imaginieren vom Ergebnis aus ist der Anfang aller Wunder. Die Realität entsteht so in uns durch Imagination und tritt außen als Realität in Erscheinung.